Jetzt schlägt aus. Schlägt aus. Geht. Jetzt Licht weg. Nancy Fee. Ja, wir fangen richtig an. Hallo Leute. Ja, Nancy Faeser hat doch letztens das Magazin Kompakt verboten. In meinen Augen ist das ein ziemlich harter Schlag gegen die Demokratie. Schon seit spätestens Corona fiel zumindest den ehemaligen DDR-Bürgern immer mehr auf, dass es mit der Demokratie in unserem Land immer weiter bergab geht. Jetzt hat eine Gruppe von Aktivisten, eine Gruppe von Aktivisten hat die Artikel, die in der nächsten Kompakt herauskommen sollten, in ihrer neuen Zeitschrift Nancy mit E geschrieben. Jetzt veröffentlicht. Unter demokratischerwiderstand.de Nancy kann das Magazin online gelesen werden. Allerdings nur hinter einer Bezahlschranke. Der Kostenpunkt wäre hier 10 Euro. Jürgen Elsässer, der ehemalige Chefredakteur von Kompakt, erklärte, dass er nicht an der Veröffentlichung beteiligt sei, sie jedoch begrüße. Und da habe ich jetzt hier, wo die sich bekannt. Und ich werde in diesem Moment auf der Internetseite demokratischerwiderstand.de/Nancy dieses neue Magazin jetzt veröffentlichen. Demokratischerwiderstand.de Nancy. Was Frau Faeser verbieten wollte, lässt sich eben nicht verbieten. Denn in Nancy, jedenfalls in dieser Ausgabe, finden Sie die Inhalte aus der August-Ausgabe von Kompakt. Ich grüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Anselm Lenz. Ich bin Journalist und Verleger in Berlin. Unter anderem bei der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Der Zeitung zur Verteidigung der Pressefreiheit unter anderem. Und zur Beantwortung der Frage unter anderem, ob die Politik das Recht hat, im Zusammenhang. Ja, ich kürze das mal hier ab. Wem es interessiert, hier der Link wäre oben zu lesen. Hier hätten wir diese Zeitschrift Nancy. Müsste man, wie gesagt, 10 Euro bezahlen. Und so wie es aussieht, kann man das aber nie online bezahlen, sondern müsste ganz normal überweisen und bekommt dann den Link zugesendet. Ja, das soll es ganz kurz bloß mal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.